der größte Scharlatan. In dieser Regierung sind Sie. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich mal vorführen. Das Innenministerium ist zuständig für Kommunen und für Landkreise. Und Herr Innenminister, Sie kennen die haushalterische Situation der Landkreise ganz genau. Ich will Ihnen Beispiel Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge machen. Ordentliches Ergebnis. In 23 minus 14 Millionen, in 24 minus 17 Millionen. Und wissen Sie, was die größte Frechheit ist? Die Risiken, die bei uns im Landkreis bestehen, werden nicht mal alle in den Haushalt eingestellt. Sonst wären wir nämlich bei minus 30 oder minus 40 Millionen. Und das ist alles möglich, weil Sie als Innenministerium Ausnahmegenehmigungen gemacht haben. Aber die Ausnahmegenehmigungen umfassen nicht, dass der Landrat und die Verwaltung irgendwelche Risiken auslagern kann. Geht auf dieses Problem das Regierungspräsidium in irgendeiner Art und Weise ein oder lassen Sie das einfach durchlaufen? Sie lassen das einfach durchlaufen, weil das in jedem Landkreis dasselbe ist. Und dann stellen Sie sich hier hin und feiern das, was hier in unserem Land passiert, als großen Erfolg. Ich kann Ihnen sagen, was bei uns im Landkreis los ist. Wir können Investitionen mit Eigenmitteln nicht mehr untersetzen. Wir haben eine Genehmigung vom Regierungspräsidium, dass wir wenige investive Maßnahmen mit Krediten untersetzen können. Ist das das, was wir für unser Land wollen? Marode Straßen, immer weniger Mittel im Straßenausbau. Und jetzt gucke ich Sie an, Herr Finanzminister. Das beste FAG aller Zeiten und die Landkreise verrecken finanziell. Irgendwas, meine Damen und Herren, passt in Ihrem System überhaupt nicht zusammen.